Fixies wollen zur Schule gehen und danach studieren. Es gibt so viel zu verstehen und zu reparieren. Denn jeder Fixie will mal ein großer Meister sein. Jedoch wer diese Fixies sind, das ist ganz streng geheim. Jedoch wer diese Fixies sind, das ist ganz streng geheim. Der Kleber. Loli, komm, wir trennen uns. Wir sind ein cooles Team, hab ich recht? Nee. Warum nicht? Wir sind das mega super wuper coolste Team des Universums. Was sagst du, wenn wir alles zusammen machen und niemals, jemals streiten? Alles klar. Kinder, wenn ihr hierher seht, könnt ihr sehen, dass der Griff der Lieblingstasse des Professors abgebrochen ist. Und es ist unsere Pflicht, sie zu reparieren, indem wir ihn wieder ankleben. Ha, hier sind sie ja, die unzertrennlichen Freunde. Ruhe bitte. Da ihr beiden heute zu spät kommt, warum fliegt ihr dann nicht schnell ins Lager für uns und holt den Kleber? Ja, Sir. Yes, Sir. Zum Brüllen. Ist da noch Kleber drinne? Nulli, los, spring auf die Tube! Ei, 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 aha, ei. Toll, mehr als genug! Unser Super-Duper-Team hat das Super-Duper-Toll gemacht! Was ist da los? Wir kleben fest! Los, zieh doch! Ei, ei, dieser Kleber ist klebrig! Mit Hilfe von Kleber kann man fast alles zusammenkleben. Papier, Plastik, Glas, Gummi, Holz und sogar Metall. Kleber funktioniert so gut, weil alles, sogar ein gewöhnliches Blatt Papier, eine raue Oberfläche hat. Seht euch diese Gruben und Furchen an. Wenn wir zwei Blätter Papier nehmen, diese Furchen mit Kleber füllen und sie zusammenpressen, verbinden sich die Moleküle des Klebers. Danach muss der Kleber nur noch trocknen. Und was jetzt? Wir können doch so fliegen. Haha, gute Idee. Alle werden sich darüber amüsieren. Ja. Kopf hoch, Leute. Mission erfüllt. Gut gemacht. Setzt euch hin. Und die Hände auf den Tisch. Das können wir nicht. Wir kleben aneinander. Verstehe, kommt mal her. Wir wollen nicht, dass du unsere Hände trennst. Wir denken, dieser Kleber macht unsere Freundschaft stärker, stimmt's? Meint ihr wirklich, man könnte Freundschaft so messen? Spring! Eins, zwei, drei, ja! Ich muss dahin. Aber ich will noch da. Das ist alles deine Schuld. Meine? Und wer hat gesagt, ich soll hüpfen? Es reicht. Ich habe genug von deinem Blödsinn. Von nun an bist du nicht mehr mein Freund. Und du bist nicht meiner, klar? Wie viele der Substanzen, die Menschen sich zunutze machen, wurde auch Kleber von der Natur selbst erfunden. Zum Beispiel kleben Fische ihre Eier zusammen. Und Weichtiere produzieren eine klebrige Flüssigkeit, mit der sie an der Oberfläche haften können. Eine Spinne schmiert Kleber auf ihr Netz. Ein Vogel nutzt Speichel, um sein Nest zusammenzuhalten, während Raupen ihren Speichel nehmen, um ihre Kokons zu spinnen. Der Harz einer Pilie oder Birke ist Kleber. Und das klebrige Eiweiß kann als Klebergrundlage benutzt werden. Aber heutzutage wird der meiste Kleber in Fabriken hergestellt. Wenn man mit Kleber arbeitet, muss man aufpassen, dass man den Raum lüftet, damit keine schädlichen Dämpfe einziehen. Und andere Sicherheitsvorkehrungen treffen.
Und versucht nicht, euch irgendwo festzukleben. Es könnte sehr schwer werden, euch wieder loszureißen. Nolik, halte durch! Feuer, du hast mich gerettet! Wie haben wir uns voneinander gelöst? Vielleicht war das schlechter Kleber. Nein, wir haben so oft versucht, euch zu trennen, bis der Kleber seine haftenden Eigenschaften verloren hat. Und unsere Freundschaft? Haftet sie jetzt auch nicht mehr? Weißt du was, Nolik? Es tut mir leid. Wir brauchen keinen Kleber, um Freunde zu sein. Frieden? Frieden. Oh. Oh-oh. Nur Spaß. Nolik, spring auf die Tube. Los. Ei, 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 ei. Yo, seid ihr sicher, dass das Kleber ist? Hey, wir warten. Ei.